Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Everspace 2. Wir machen genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar haben wir uns jetzt die Signatur von dem Schiff, von dem anderen Adam geholt. Kann man das eigentlich sehen, das Item? Wo war das noch? Besondere Gegenstände? Genau das hier. Die Piloten-ID einer anderen, fieseren Klon-Version von dir. Und unser alter Ego sieht auch schon anders aus. Und ich weiß gar nicht... Achso, verlasse das Wrack. Okay. Ich meine, das hier reinkommen war schon schwimmen mit den ganzen Blitzen und betäubt sein und... Weil wir einfach da von diesen Kristallen da welche verpult kriegen. Mist, Plünderer. Und sie setzen Sprungstörungen ein. Zeige Autorität und befehl ihnen, sich zu zerstreuen. Sie werden glauben, dass du der Kommandant der Elite-Staffel bist. Ihr da, ihr habt 60 Sekunden Zeit, das Gebiet zu verlassen. Du solltest hier draußen keine Kämpfe allein austragen. Hey, ist das nicht dieser Elite-Boss? Umzingelt den Miskal! Diese Plünderer hegen anscheinend einen Groll gegen die Elite-Staffel. Oh, oh. Ich muss die Drohnen loswerden, sonst sitze ich hier fest. Alter, Drohne, hau ab. Ja, diese Blitze zwischendurch, ne? Ich meine, ist ja eh nicht schon schwer genug, ne? Vor allem, wer schießt denn auf mich? Ich bin hier in der Ecke versteckt. Ich muss die Panzerung wiederherstellen. Ja, das will sein, Alter, wie wir halt welche verpult kriegen, das ist nicht mehr normal, ey. So, jetzt sind wir erstmal ganz weit weggesprungen. So, 6, 5, 7. Also langsam darunter. So, und jetzt gehen wir genau da rein. So, zack. Schnell die Energie alles von der Waffe, ne? Ich glaube, ich pack's nicht. Das hätte ich dir schon bei unserer ersten Begegnung sagen können. Mensch, fahr dich mal runter. Ich versuche gerade irgendwie zu überleben, ey. Ich versuche jetzt sogar von der Seite mal ein bisschen ranzufliegen, ohne dass wir gleich alles pullen. Weil wenn wir alles pullen, kriegen wir komischerweise direkt auf die Schnute, ey. Das ist genau hinter den Felsen, ne? Ich meine, ihr mögt das auch mit mir machen, ne? Komm doch mal raus da. Ich will nicht näher ranfliegen wegen den anderen Menschen. So, jetzt haben wir sie. So, das war die erste. So. 5,6, 5,1. So, also, fliegen wir da lang. Warum? Wer ist das? Warum? Hallo? Hinter uns? Wieso? Wo bist du denn? Wer schießt denn da? Mal, kriege ich das nicht mit, oder? Der schlüpft von da ganz hinten? Okay. Na gut, campen wir halt, ne?
Zerstörer, ob wir den kaputt kriegen. Den nicht mehr sehen, ne? Vor lauter Nebel. So, du Opfer. Vergessen. Raubt der nur Dreck, ne? Wahnsinn. Da kämpfen wir gegen so einen riesen Flachschiff oder was auch immer und dann droppt der echt nur Scheiße. So, und jetzt holen wir uns die letzten Dinger da. Wisst ihr, wenn man dann mit ein bisschen versucht, mit ein bisschen Sinn ranzugehen, dann geht das eigentlich einigermaßen. Fertig. Die komische Stirb. Die Drohne, die macht ja gar nichts. Die Sprungantriebe sind wieder voll funktionsfähig. Jetzt zurück zu unserem eigentlichen Job. Nächster Halt, Vesta Bergbaukolonie. Echt? Okay. Dann ab dafür. Aber ich müsste irgendwo... Na gut, meine Schilde sind wieder voll. Meine Panzerung, nicht meine Schilde. Also manchmal verstehe ich irgendwas nicht, ne? Okay. Jetzt muss ich andocken und hoffen, dass diese Agentin Tammy mich vor allen anderen erreicht. Strecke die Brust heraus und schau jeden, der vorbeikommt, streng an. Dieser Rosslin ist dafür bekannt, schroff und direkt zu sein. Okay. Wir sind Klone. Es kann doch keinen so großen Unterschied zwischen uns geben, oder? Gerade ins Sarkov-System gekommen und schon an die Herausforderung für alle des Dings gekriegt. Je weniger du auf der Basis sagst, desto besser. Also apropos Herausforderung, haben wir eigentlich durch Zufall mal irgendwie einen erledigt? Warte mal, gucke ich mal eben nach Herausforderungen. Ah, okay. So die Zufall, ne? Okay. Mr. Roslin, ich muss Sie einen Moment aufhalten. Callahan. Ja, Sir. Nur ein Sicherheitscheck. Niemand wird rausgenommen. Das war Ihre eigene Anweisung. Wir scheinen auf ein unvorhergesehenes Ereignis gestoßen zu sein. Du bist... Jetzt mit diesem Herrn bekannt? Er war mein Vorarbeiter in meiner letzten Arbeitscrew. Was zur Hölle macht er hier? Ich glaube, dass unsere Signatur die Sicherheitskontrolle trotzdem in die Irre führen kann, solange sie nicht zu gründlich scannen. Ich fühle mich gar nicht wohl dabei. Wir werden sehen, was passiert. Dock einfach mal an. Nun ist ein gewisses Maß an fantasievoller Überredungskunst deinerseits erforderlich. Du meinst, wir haben keinen Plan hierfür und ich soll improvisieren? Wenn du es so ausdrücken willst... Tut mir leid, Mr. Roslin, aber ich lese hier einige verwirrende Ergebnisse auf dem Scan. Was ist damit? Es scheint, dass dieses Schiff nicht den Unternehmensrichtlinien entspricht. Ich erkenne nicht zugelassene Technologie an Bord und eine möglicherweise manipulierte Signatur. Hören Sie, Callahan, Sie sind neu hier, aber Sie wissen sicher, wer hier das Sagen hat, oder? Gehen Sie zur Seite und lassen Sie mich durch. Sie verschwenden meine Zeit. Ja, aber Mr. Blakemore hat gesagt... Es ist mir egal, was Blakemore gesagt hat, Callahan. Werden Sie nicht anmaßend. Es tut mir leid, Mr. Roslin. Mr. Blakemore bat mich, Ihnen die Nachricht zu übermitteln, dass er mit Ihnen über die fehlgeschlagene Operation im CITUS-System sprechen möchte. Aber es gibt dringendere Angelegenheiten.
Aktuell eine Gruppe von Outlaws, die von einer örtlichen Gasförderanlage vertrieben werden müssen. Ich wurde gebeten, sie sofort dorthin zu schicken. Sagen Sie Blakemore, dass er sich keine Sorgen machen soll. Ich kümmere mich darum. Okay. Was ich ihm sagen wollte, reparieren für 1131, aber es ist alles heil. Jetzt frage ich mich natürlich, was wird hier repariert? Warum kostet es 1130? Ja, genau. Oh, endlich. Endlich, wir können was verkaufen. Weg, 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 weg. Weg. Oh Gott, herrlich, herrlich. 65.000, wir haben ein bisschen Kohle gemacht. Nanobots. Verkauf mal. Verkauf mal auch, die bringen ein bisschen mehr Kohle. Verkaufen, verkaufen. Noch mehr so kalt. Oh, herrlich. Jetzt will ich am liebsten zurückfliegen und Dings holen. Den Alkohol oder sowas. Güterregale sind hier sehr gillig. Ja, sehr gillig sind die hier. So, pass auf, Dogma 65.000, 80.000, wir können es bald ein besseres Schiff leisten. So, wo müssen, was ist denn hier los? So, zeig nochmal deine Mission, bitte. Ich werde von, okay, das wissen wir, sollte ich nicht mitspielen, wissen wir auch, fliege nach Devona Gas Orbit. Okay, und warum? Na gut. Fliegen wir hin. Komischerweise wirst du bei der Hauptmission jetzt hier das komplette System gejagt, ne? Ich muss diese Aufgabe erledigen, bevor ich an. Ja, bleib mal locker. Vortex, unentdeckter Ort. Also gefühlt sind die anderen Regionen um einiges kleiner dann, ne? Der hier und der. Der geht noch, Aton ist ein bisschen größer. Docker, sonst fällt das vielleicht auf. Glaubst du, er hat uns den Schwindel abgekauft, Half? Schwer zu sagen, aber es war eine sehr überzeugende Vorstellung. Alter, gute Idee, ihn auf seine Unerfahrenheit anzusprechen. Ja, ich hatte kürzlich ein paar unangenehme Begegnungen mit diesem Typen. Keine Ahnung, wie er es in die Elite-Staffel geschafft hat. Das sollte ich mal recherchieren. Verschwende nicht zu viel Zeit mit Nachforschungen. Unsere Mission ist es, die Basis zu infiltrieren. Schätze, die gescheiterte Mission im Sito-System war die misslungene Gefangennahme von Dax. Das ergänzt dein Vorgehen vermutlich um einen emotionalen Aspekt. Ich schlage vor, diesen vorerst außer Acht zu lassen. Bisher haben die Autos nur eine der beiden Förderanlagen in ihrer Gewalt. Ihre Aufgabe besteht darin, nun, zu tun, was sie am besten tun. Alle ausnahmslos zu eliminieren. Ich weiß selbst, was getan werden muss. Merken Sie sich das? Natürlich, Sir. Ich lasse Sie mal machen. Das war nicht übel. Ich komme langsam in die Rolle rein. Gerade hier irgendwie. Das interessiert mich ja jetzt wieder, ne, was hier ist. Gespannt sein. Gar nichts oder so, voll die schlechte Belohnung. Die drei nicht zuerst.
Okay. Schild ST, was ist das denn geiles? Die Kapazität ist ja, kann nicht beschädigt werden, ist ja ungemein hoch. ST, Prototyp, okay. Ja, dann mal rein mit dem Prototypen. Der glänzt auch so schön. Ha, fett. Eine Mainframe-Komponente. Shift, sag mal her. Nein, Inventar, da. Alter, wow. Hält vielleicht mal ein bisschen mehr aus. So, zerstöre Treibstoffstanks, Energiesysteme, okay. Na gut, dann cruisen wir mal ein bisschen da hoch. Dann gucken wir, was wir da haben. Hey, 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 locker bleiben. Diese Rakete, die bist du doof oder was? Jetzt. Ganz ungewohnt, auf links zu spielen, auf der Kost. Sag mal, wer schmeißt denn die ganzen Minen auf mich? Bist du jetzt fertig mit deinem Minengewerfe? Also, ist ja schlimm. Geh weg mit dir. So, was schießt jetzt schon wieder auf mich? Ja, euch kriege ich nicht kaputt. Schutzturm, okay. Gefühlt können die jetzt ballern, was als solche, irgendwie passiert hier gar nichts mehr. Gefangen.
Und wie kriege ich jetzt die Geschütztürme kaputt? Ohne die Dings? Was heißt ohne Dings? Mit dem Schild, den die haben? Ah, Schildgeneratoren, okay. Sowas von. Der Gasfluss in den Röhren erfolgt in regelmäßigen Intervallen. Du musst deinen Anflug entsprechend timen. Okay, reingesogen. Ausgeblasen, okay. In dieser Kammer verstecken sich weitere Gegner hinter der großen Lüftung. Die andere Waffe, die wir da haben, dieser Laserbeam oder was ist der hier? Finde ich mega lame. So, ich habe keine Ahnung, wo sie wieder reinkommen jetzt. Da sind wir reinkommen, okay. Nicht in die Strömung zu geraten. Welche Strömung? Die Strömung. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich einfach auf deine aktuelle Aufgabe. Nein, deswegen war ich ja da. Mensch. Feinde in der Nähe, jetzt können wir da nicht mal hinboosten, richtig.
So, ich warte jetzt hier mal eben. Siehst du mal, hier haben wir unsere Ruhe. So, jetzt aber. Du bist der Kommandant der Elite-Staffel, oder? Ich habe die Luftschächte unter Kontrolle. Leben kommst du hier nicht mehr raus. Das wollen wir doch mal sehen. Gut. Callahan, ich habe gerade den Anführer ausgeschaltet. Ausgezeichnet. Die Förderanlage gehört wieder uns. Nur schade um die Geiseln. Geiseln? Von Geiseln haben Sie nie etwas gesagt? Sie haben gedroht, sie zu töten, wenn wir das Lösegeld nicht zahlen. Aber keine Sorge, das waren ja nur einfache Arbeiter. Leicht zu ersetzen. Sie verdammter... Vorsicht! Hey, Boss, willst du mitmachen? Ist eine ziemlich heiße Party hier draußen. Anscheinend ist der Rest deiner Staffel eingetroffen. Ich empfehle, so bald wie möglich zu ihnen zu stoßen. So langsam geht dieses Spielchen zu weit. Okay, was gab's an Loot? Wie gesagt, der Strahlenlaser, der ist, der nervt mich. Den packe ich weg. Was haben wir da denn schön? Tafelgenerator. Können wir auch zerlegen. Weg, das ist mir zu nah dran. Huch, jetzt habe ich rausgeportet. Okay, wenn ich... Du hast die freie Wahl, Boss. Ich habe heute schon meine 7 Leute umgebracht. Der Rest ist Bonus. Warum sollte jemand seine Abschüsse zählen? Es gibt einen Unterschied zwischen dem einfachen Abknallen und dem richtigen Töten. Das erfordert Zeit und Hingabe. Nicht wahr, Boss? Ja. Man sollte nichts überstürzen. Was ist los, Boss? Normalerweise macht dir so etwas doch mehr Spaß. Ja, normalerweise. Macht die Gausskanone aber auch kaum Schaden, ne? Ja, wie viele Mobs hier sind, Alter? Getötet hat, draußen den Tito. Blackmore scheint auf ihn zu hören. Ach ja.
Wo kommen die ganzen Autos her? Schauen wir mal, was da gerade auf uns zukommt. Okay, wir sollen wieder andocken. Gut, meine Lieben, das machen wir aber nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, gerne auch eine Kritik oder einen Kommentar. Habt einen schönen Tag, macht's gut, bis dahin.